und ich habe heute ein Monatsrückblick-Video für euch, und zwar für den Juni. Jedes Mal muss ich nachdenken, es ist ganz, ganz furchtbar. Vom 1.6., an dem habe ich den ersten Teil von Throne of Glass beendet, die Erwählte. Und damit endete ja mein letztes Rückblick-Video, und dementsprechend fangen wir jetzt mit den nächsten Büchern an, die ich gelesen habe. Und wie immer starten wir in Schwarz-Weiß. Zeit meines Lebens wird mir prophezeit, dass ich den ersten Jungen, den ich küssen werde, meine wahre große Liebe, töten werde mit dem Kuss. Es wird mir prophezeit von Wahrsagern. Ich lebe in einer Familie voller Frauen, die wahrsagen können, die diese Fähigkeiten besitzen. Meine Mutter hat sie, meine Tanten, Cousinen. Ich bin in einer Welt voller Frauen, die das dritte Auge haben. Nur ich kann das nicht. Ich sehe es nicht. Ich verstärke nur ihre Kraft. Ich wollte mich immer fernhalten von Jungs, vor allem von den Raven Boys, die arrogant sind, die reich sind, schnöselhaft und einfach nur widerlich mit ihrem Geld rumprotzen, bis ich eines Tages die Jungs um Genzi kennengelernt habe. Genzi ist seltsam. Oft tritt er in Fettnäpfchen rein und ist genau der Inbegriff von blödem Raven Boy, vor dem ich mich eigentlich fernhalten wollte, weil er reich ist ohne Ende und überhaupt gar kein Taktgefühl hat. Doch gleichzeitig fasziniert er mich bis ins Mark, denn er ist etwas Besonderes. Er sucht Glendower, den schlafenden König, der einem eine Gunst verspricht, der ihm weckt. Und genau das will Genzi tun. Seine Freunde Noah, Adam und Ronan helfen ihm dabei. Ronan hat eine ganz, ganz besondere Fähigkeit. Er kann Gegenstände aus den Träumen herausträumen. Ich bin jetzt ein Teil von dieser Gruppe und suche Glendower mit. Milord, darf es eine Tasse Tee sein? Es ist 4 Uhr, es ist Tea Time. Ich bin Butler. Ich kann eine Katastrophe in der Küche wieder gut machen. Ich kann einen kompletten herrschaftlichen Haushalt um meinen Lord führen. Mein Lord ist erst 12 Jahre alt. Ich kann ihm Tanzen beibringen. Ich kann alles. Ich werde ihm so lange dienen, bis unser Vertrag erfüllt ist. Und was dann kommt, darauf freue ich mich. Ich bin der beste Krieger in ganz Japan, in ganz China. Das Einzige, ich muss bei kaltem Wasser höllisch aufpassen, denn dann verwandle ich mich in ein Mädchen. Und so lebe ich in meiner verrückten, bunten Welt, mal als Junge, mal als Mädchen, in einem Dojo von der Familie um Akane. Ich soll Akane irgendwann mal heiraten, was ein bisschen schwierig ist, wenn ich ab und zu mein Mädchen bin, aber das ist ja nur nebensächlich. Ich muss mit ihr viele verrückte Sachen durchstehen, obwohl ich sie gar nicht so unbedingt mag. Oder mag ich sie doch? So zum Beispiel ein Dreibeinrennen durch ganz, ganz seltsame Quellen, die alle so ein bisschen sehr verwunschen sind. Und es scheint mir auch glatt so, als würde das Rennen gar nicht gewonnen werden wollen. Auch bei einem Kartenkünstler werde ich wohl irgendwie immer wieder über den Tisch gehauen. Aber ich bin ja schließlich der Beste. Also insofern werde ich schon gewinnen. Ich werde siegen. Der Fall ist klar. Wir sehen uns in der 221B Baker Street. So, ihr Lieben, konntet ihr einigermaßen erraten, was ich diesen Monat gelesen habe? Es war ein bisschen durcheinander und es war auch ein bisschen wustet, die Storys so zusammenzufassen, wie halt immer, aber ich denke, das bringt so die meiste Stimmung und auch vielleicht ein bisschen den Inhalt rüber. Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist der zweite Teil der Raven Boy Reihe. Ich hatte die Raven Boys ja schon mit erwähnt, dementsprechend könnte man drauf gekommen sein. Es ist eine unfassbar wunderschöne Reihe. Ich finde dieses Buch allein so schön gestaltet. Das hier ist, wie gesagt, der zweite Teil, Wer die Lilie träumt, von Maggie Stiefvater. Der erste Teil ist Wen der Rabe ruft, den hatte ich auch schon gelesen. Es war so ein bisschen durcheinander, denn Maggie Stiefvater hatte vorher eine Reihe geschrieben um Sam und Grace. So eine Werwolf-Trilogie.
Trilogie. Nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen. Und ich finde, das ist eine der schönsten Geschichten. So viel schöner als die Story um Bella und Edward und überhaupt. Ich mag die so, so gerne. Und danach hat sie Rot wie das Meer geschrieben. So eine ganz, ganz seltsam fantastische Pferderennengeschichte. Und als ich dann Wen der Rabe ruft in den Händen hielt, war ich total begeistert damals, weil ich halt mit Maggie Stiefvater sowas von verfallen war und noch von der Nach dem Sommer Trilogie und musste dieses Buch sofort verschlingen. Und ich habe allerdings so lange recherchiert, ob es wieder eine Trilogie ist oder ein Einzelband. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt, als dieses Büchlein frisch raus war, einfach nicht gefunden und dachte, es wäre halt ein Einzelband. Es stand nirgendwo auf der Verlagsseite, nicht bei den anderen Großhändlern. Nirgendwo war auch nur ansatzweise ein Hinweis darauf, dass es ein erster Teil ist. Und so las ich mir den Klappentext durch, der halt wirklich fantastisch klingt. Also es geht nicht um Werwölfe oder um ein Pferderennen, sondern um Wahrsagen und einen schlafenden König und um ganz, ganz viel fantastische Elemente, die eben nicht so High Fantasy oder dieses klassische Fantasy sind, wie zum Beispiel mit Drachen und irgendeinem Mittelalter-Setting, wie man es zum Beispiel bei Das Lied von Eis und Feuer hat, sondern eben andere fantastische Elemente, so diese Wahrsage-Elemente und Geister und so weiter. Und ich fand, das klang halt so hervorragend. Und dann las ich und las ich und las ich und war völlig enttäuscht, weil ich auf 200 Seiten und das ganze Stück halt 450, 460, irgendwie so etwas, noch nicht mal ansatzweise da war, wo ich vom Klappentext her hin sollte. Und es war so, hey, ich schneid's nicht, was soll das hier? Und erst dann habe ich langsam festgestellt, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Und war dementsprechend so richtig, okay. Auf den musste ich ewig lange warten und dann auch auf den dritten Teil. Die habe ich mir dann, als halt der dritte auch erschienen ist, was die Spiegel wissen, die habe ich mir dann zusammengekauft. Und dann kam ich aber irgendwie immer nicht so richtig dazu. Ich wollte sie unbedingt haben, ich wollte sie auch unbedingt weiterlesen. Aber ich musste diesen Teil einfach nochmal lesen. Es ging nicht anders. Es waren so viele komplexe Fäden und Stränge drin, dass es halt ganz, ganz dringend erstmal nochmal sein musste. Dann hatte ich den nochmal gelesen und mir ging die Puste aus. Es ging einfach irgendwie nicht so ganz. Aber nun hatte ich die Infos und nach einer ganzen Weile, nach Monaten oder einem halben Jahr oder ich weiß es gar nicht, habe ich halt zu diesem hier irgendwann dann gegriffen und mich wieder in diese Welt mitziehen lassen. Die ganze Reihe fasziniert mich ohne Ende, das kann ich gar nicht anders sagen. Also ich musste sie zu Ende lesen und jetzt, wo ich die komplette Reihe beendet habe, also kleiner Spoiler, ihr werdet in den nächsten Monatsrückblicken noch mehr von dieser Reihe sehen. Und jetzt hole ich einmal ganz kurz ein bisschen aus, um euch zu schildern, warum ich so, ja, einerseits fasziniert und andererseits ein bisschen abgeschreckt von dieser Reihe war. Weil eben so bei mir diese Puste nach dem ersten Teil raus war. Ich lese Bücher sehr, sehr selten doppelt oder dreifach. Und nachdem ich den ersten Teil eben öfter und dann nochmal gelesen habe, ja, war bei mir so ein bisschen die Puste raus. Das war lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich dann zum zweiten Teil gegriffen. Und ich hätte den ganz, ganz damals, als ich den allerersten Teil das allererste Mal frisch gelesen habe, da hätte ich gleich weitermachen müssen. Da war ich so komplett drin in dieser Story und so komplett fasziniert. Jetzt, nach Jahren, war das irgendwie, hat es mich nicht mehr ganz packen können, was sehr, sehr schade ist. Denn die Reihe ist halt mit so vielen fantastischen Elementen über und über gespickt, dass da hat sich Maggie Stiefvater richtig, richtig viel Tolles ausgedacht. Und ich mag auch die Protagonisten so gerne. Die ganzen, also alle vier Raven Boys und eben unsere Blue, unsere Protagonistin. Es wechselt immer wieder von der Sicht und so. Und die haben alle so viele Facetten und so viel zu erzählen. Und die sind so dermaßen greifbar. Das macht für mich ein richtig gutes Buch aus, wenn es eben so eine Vielschichtigkeit in den Charakteren hat. Und auch von der Story her so vielschichtig ist. Aber dieses Buch war leider nicht so ganz mitreißend wie der erste Teil,
war vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass ich halt so raus war und dass mir so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Ich habe dem Ganzen über die Story an sich, möchte ich nicht noch mehr sagen, als ich es in dem Schwarz-Weiß schon gemacht habe. Wer die Reihe lesen möchte, muss ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Am besten mit dem ersten Teil anfangen und dann direkt weiter, also sich entscheiden für ich mache weiter oder eben ich lasse es sein. Aber dieses, ich lasse den ersten Teil ein paar Jahre stehen und lese ihn dann nochmal und lasse ihn dann nochmal stehen und mache dann erst weiter, ist ein bisschen blöd. Ich habe dem zweiten Teil nichtsdestotrotz 4 Sterne gegeben, weil es mich dann doch sehr, sehr fasziniert hat, weil diese ganze Reihe mit so vielen fantastischen und faszinierenden Elementen aufgewartet hat, dass ich gar nicht anders konnte, als ihn doch zu lieben. Es ist eine komplette Reihe voller bizarren und wundervoll magischen Elementen, die zu ergründen Spaß gemacht haben, gerade im zweiten Teil. Und es hat mich halt auch so fasziniert, dass ich der Reihe weiterhin folgen wollte, obwohl es eben sehr anstrengend ist, denn sie ist nicht ganz geradlinig. Also dieses Ziel, das verfolgt wird, das wird über ein halbes Buch lang gefühlt aus den Augen verloren, weil dann ein ganz, ganz anderes fantastisches Element Vorrang hat, das sich in dem ersten Teil noch gar nicht angekündigt hat. Das war so, was zum Teufel? Was passiert hier? Wieso? Und man kann es nicht mal ebenso nebenher lesen, sondern ich musste sehr aufmerksam das gute Stück lesen. Aber wie gesagt, ich finde es wunderschön. Und ja, die Reihe ist einfach was Besonderes. Danach habe ich mit einem neuen, für mich einem neuen Manga angefangen, Black Butler, dem ersten Teil, den ich so unfassbar schön gezeichnet finde. Also mit diesem Schwarz-Weißen und dann eben diesem englisch-herrschaftlichen, allerdings eben im Manga-Stil und auch innen drin. Ich hatte das ja schon mal gezeigt, als ich es gekauft habe. Es war definitiv ein großes Kaufkriterium, dass es eben so wunderschön gestaltet und gezeichnet ist. Und auch dieses ganze Setting mit England und dieser England-Affinität mal aus japanischer Sicht fand ich sehr, sehr witzig. Das hat sich auch durch das Buch durchgezogen. Der Butler, der kann halt wirklich alles und das ist Trumpf und einfach genial und man möchte wissen, wie es denn halt weitergeht und was hinter dem Butler wirklich steckt, denn er ist kein gewöhnlicher Butler, denn er ist ein Black Butler, ein schwarzer, ein dunkler, ein teuflischer. Ich habe dem guten Stück ebenfalls 4 Sterne gegeben. Es war neben Wer die Lilie träumt eine ganz, ganz schöne Sache, weil ich weiterhin in dieser mystisch düster, verwirrenden Stimmung irgendwie drin war, aber weil man hier richtig vorangekommen ist. Also ich habe für Wer die Lilie träumt, was halt nur auch echt ein Klopperchen ist, das gute Stück hat 520, ein bisschen mehr als 520 Seiten. Und da kann man natürlich dann, wenn man mal davon Pause braucht, aber sich nicht komplett aus dieser ganzen Atmosphäre herausschälen möchte, ja, war halt ein Manga 1A und perfekt. Und ich stand vor dem Bücherregal und habe mich sofort in diesen hier verliebt. Auch wenn es natürlich maßlos überzogen ist. Also so ein, zwei Sachen fehlten mir noch so. Ich fand es sehr verwirrend teilweise, was jetzt eben mit diesem Black Butler los ist und die ganzen anderen Figuren doch sehr naiv, was eben diesem ganzen Manga-Tum irgendwo auch geschuldet ist. Deshalb eben nur 4 und nicht 5 Sterne. Ich denke auch, es ist sehr, sehr schwer für einen Manga, für dieses Genre bei mir 5 Sterne zu kriegen, weil es eben nicht ganz so nachhaltig ist wie ein Roman zum Beispiel. Aber ich möchte diese Reihe auf jeden Fall weiterverfolgen. Fand ich cool. Und danach habe ich mit einer ebenfalls Manga-Reihe weitergemacht, die ich schon seit Ewigkeiten, naja, liebe und hier stehen habe, nämlich die Ranma-1/2-Teile. Hier habe ich 16, 15 und 16, einmal Der letzte Wunsch und Die letzte Wahl. Und zu Ranma-1/2 denke ich persönlich, muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Viele von euch kennen sie aus der Kindheit, von der Serie auch noch, die immer auf RTL 2 lief und die so cool war mit diesem
mal Junge, mal Mädchen, je nach Wasser. Und dann, oh mein Gott, welche Irrungen und Wirrungen daraus entstanden sind. Ich war da ganz, ganz geflasht von. Und finde es auch jetzt noch witzig, dieser Reihe nachzugehen und mich immer mal wieder so ein bisschen mit diesem Jugendfaszinationsthema, das ich damals hatte, halt mit diesen verschiedenen wechselnden Rollen und dann halt Akanes Rolle dann mit bei, die er ja nun heiraten soll, aber eigentlich gar nicht so richtig mag und so. Das ist alles so teeniehaft, so, ein Mädchen, ich bin der beste Kämpfer und ich kann nicht von einem Mädchen besiegt werden und so. Das fand ich einfach, ich mag das immer mal wieder gerne und man kommt durch diese beiden Stücke halt auch super leicht und locker durchgeflogen und es war halt genauso wie Black Butler auch, eben als Pendant zu diesem sehr, sehr langen Wen die Lilie träumt, wo ich halt wirklich lange dran saß und was mich auch immer wieder mal ein bisschen runtergezogen hat, war dies hier eigentlich, ja, genau richtig. Ich habe beiden 3 Sterne gegeben. Ich denke, die ganze Story wird von mir so bei 3 bis 4 Sternen sein. Gerade die Teile, die waren jetzt halt einfach nur so zum Reihe verlängern. Da ist von der Story her eigentlich nicht so viel passiert. Was ich immer ein bisschen schade finde bei den Manga, dass da eben von der eigentlichen Grundstory von diesem, er ist ein Mädchen, Junge, je nach Wasser und möchte das gerne lösen und diese Love Story zwischen Akane und ihm, weil die beiden ja später mal heiraten sollen und so, das wird von in den beiden Bänden halt nicht wirklich vorangetrieben. Und das war so ein bisschen, weshalb es halt bei mir nur 3 Sterne geworden sind und weshalb ich mich freue, wenn es dann mal ein bisschen vorangehen könnte mit der Story. Dann habe ich noch zwischendurch, einfach weil ich es hier hatte und weil ich ein bisschen angefixt worden bin von der Susan, von Susan Lives. Ich verlinke sie euch in der Infobox. Sherlock, ein Fall von Pink, der erste Teil. Das ist hier ein Gratis-Comic, den ich bekommen habe 2017, also dieses Jahr beim Gratis-Comic-Tag. Das ist die der Auftakt zur Manga-Reihe. Passend zu der BBC-Verfilmung um Sherlock Holmes mit dem Benedict Cumberbatch, der so genial ist und der hier eben in dem Manga auch so richtig, richtig gut getroffen wurde. Dieses Gratis-Comic behandelt das erste Kapitel ungefähr, eben wie er und John sich kennenlernen. Nicht der komplette Manga vom ersten Teil, sondern nur so das erste Kapitelchen. Dafür wäre er auch halt einfach zu dünn, aber er hat mich perfekt angefixt. Ich habe jetzt nicht mit der Manga-Reihe noch weitergemacht, sondern eben mit der Serie und die dann durchgesuchtet und fand sie ganz großartig. Aber so zum Reinkommen war das einfach mal für zwischendurch 1A ideal und ich war richtig, richtig glücklich, dass ich den eben hier rumfliegen hatte. Das sind sie, diese Sachen habe ich gelesen. Wie gesagt, das Buch hat ziemlich, war nicht schnell runterzulesen und die Mangas haben einfach Spaß gemacht für zwischendurch mal und halt der Comic, das war eine Sache von einem Klogang, würde ich jetzt mal sagen, aber sie hat halt angefixt und getriggert und hat einfach irrsinnig viel Spaß gemacht. Und meine Frage an euch mal wieder ist, ihr davon, was davon habt ihr gelesen und geliebt oder vielleicht ganz, ganz blöd gefunden? Schreibt es mir wie immer unten gerne in die Kommentare. Ich bin mit meinem Lesemonat sehr, sehr zufrieden gewesen. Es war irgendwie ganz stimmungsvoll sozusagen und ja, auch so ein bisschen durchgeknallt und halt Lust auf mehr gemacht. Also es sind ja allesamt so Reihen, die ich dann weiter verfolgen wollte. Und mit ja, 4 und 3 Sternen auch wirklich schöne und gute Sachen dabei. Und ich war sehr, sehr zufrieden und glücklich. Ich so gelesen habe. Was habt ihr so gelesen? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren unten, dann können wir uns austauschen. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt eine schöne, lesereiche Zeit, tolle Seiten vor euch und bis dahin, macht's gut!